Als ich gehört habe, das Thema der JUKO Passion ist, habe ich gedacht, wow, das ist super. Weißt, ich erzähle euch einfach Geschichten aus meiner Teenagerzeit, als ich beim FC Oberdiessbach geschaut habe. Ich meine, das war Leidenschaft vom ersten Tag an für den Club. Ich weiss es noch gut, der erste Match, oder? Wir sind zusammen im Auto gehockt und auf die Stadt durchgefahren. Cooler Sound über da, alle so richtig motiviert und dort durchgefahren. Da oben zu Gestalt angekommen, alle ausgestiegen. Oder so Teenager, so Taschen genommen, so Garderobe, so FC Oberdiessbach. Und wir sind dort in die Garderobe und noch der Trainer, der hat alles gegeben, uns nochmal zu motivieren, so nochmal gesagt. So ein bisschen 4-4-2, so Magnetli vorgenommen. Und, oder unsere Taktik, möglichst wenig Goal probieren zu bekommen und vorher probieren möglichst viel zu schiessen. Und wir also, ja, ist eine gute Taktik. Und wir sind los, wir haben so die Stillbuch gezogen, wir sind auf den Pitz und wir haben alles gegeben, kann ich sagen. Wir haben alles gegeben für den FC Oberdiessbach. Und jetzt musst du hören. Ja, 14-2. Ja, hast du es schon mal gehört? 14-2. Haben wir verloren. Das war nicht lustig. Das war wirklich eine Katastrophe. Wirklich. Ja. Aber etwas Positives hat es gehabt. Nach diesem Match bin ich Captain geworden, ja? Ja? Du fragst jetzt vielleicht warum, aber ein paar haben andere, die vielleicht besser wären, die haben es etwas vergeben. Der eine hat am Schiri gesagt, was er jetzt vom Schiri denkt, der ist nicht Captain geworden. Der eine hat aber so Foulen und Karten gesehen, der ist auch nicht Captain geworden. Und einer, der ist ohne Witz. Der ist mitten während dem Spiel vom Platz gelaufen. Vorne der Trainer hat ausgewechselt und gesagt, mit euch mache ich nicht mehr. Der ist auch nicht Captain geworden. Und am Schluss waren auch nur noch der Goalie weg. Und dann war die Frage, wer wird Captain? Für mich hat gesprochen, immerhin habe ich 2 Goal geschossen. Ja? Für einen Goalie. Ja? Danke. Und für den Goalie hat auch gesprochen, er war bei 4 Zangen mehr oder weniger stark beteiligt. Und so hat sich der Trainer gleich entschieden, sie darf Captain sein. Und von diesem Tag an ist meine Leidenschaft für FC Oberdiessbach noch viel grösser geworden. Ich kann euch sagen, ich hatte richtig Leidenschaft für den Club. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist super, wir können so Geschichten anschauen. Dann kann man gerne die Brücke schlagen zu Jesus. Jesus als Trainer, oder? So, der uns motiviert. Oder den guten Kampf vom Glauben kämpfen. Und dann ist mir einfach in den Sinn gekommen, ja gut, Silu, vielleicht wäre es gut für einen Juko, noch zu überlegen oder zu schauen, was ist denn Passion wirklich? So die Wörter, oder? Passion, Leidenschaft, was bedeutet es wirklich? Ist es so FC Oberdiessbach? Oder gibt es noch etwas anderes, ja? Und dann bin ich nachschauen, die Wörter. Und ich bin auf ein lustiges Geschichtchen gestossen. Das muss ich euch einfach auch noch erzählen. Vielleicht... Ich muss zuerst fragen, kennt ihr jemanden schon? Der Philipp von Zessen. Philipp von Zessen, ist das ein Begriff? Ja? Nein. Der Philipp von Zessen hat vor 400 Jahren gelebt, in Deutschland. Und... Der Philipp von Zessen hat sich furchtbar aufgeregt. Und zwar hat er sich aufgeregt, weil die Leute in Deutschland die ganze Zeit lateinische Wörter gebraucht. Die haben so mit lateinischen Wörtern um sich geschlagen, das war auch cool. Und der Philipp hat gedacht, hey, das kann es doch nicht sein, wir sind jetzt in Deutschland, wir haben eine eigene Sprache, jetzt redet doch Deutsch, oder? Kennen wir irgendwie ein Phänomen vielleicht, hä? Wenn du darüber reden willst, kannst du ins Ministry. Und Philipp von Zessen hat sich dermaßen aufgeregt, dass er gesagt hat, das kann es nicht sein, aber gemerkt hat, es gibt ein Problem. Ja, es gibt für die lateinischen Wörter gar keine deutschen Wörter. Ja, und dann hat er kurzerhand die Deutschgesinnte Genossenschaft gegründet. Das war ein Verein, der hat nichts anderes gemacht, als der Lieblingstag Wörter erfunden. Ja? Das ist ein lateinisches Wort noch gesagt, das wollen wir nicht mehr. Und jetzt haben wir ein deutsches erfunden, das das ersetzt. Oder ein Beispiel. Sie haben das Wort Moment genommen. Moment. Das ist lateinisch, wollen wir nicht mehr, oder? Weg mit dem. Und dann haben sie gesagt, jetzt sagen wir Augenblick. Ja, Augenblick. Dann haben sie das nächste Wort genommen, Universum. Universum wollen wir nicht mehr. Von jetzt sagen wir Weltall. Oder das ist eine gute Sache, was der Philipp hat gemacht. Ich meine, das brauchen wir heute noch, die Wörter. Ja.
Dann haben sie auch Ideen gehabt, die sich nicht durchgesetzt haben. Zum Beispiel Mumie. Haben sie gesagt, Mumie ist Latinisch, wollen wir nicht mehr. Von jetzt sagen wir Dörrleichen. Ist zwar auch noch cool, aber dann sind sie zu dem Wort Passion gekommen. Das latinische Wort Passion, wo man viel als Verb hat gebraucht. Passion. Und sie haben gesagt, das wollen wir nicht mehr. Das ist Latinisch. Und von jetzt an sagen wir Leidenschaft anstatt Passion. Und von dem her siehst du, Leidenschaft und Passion, das sind die gleichen Wörter. Das ist eigentlich die deutsche Erfindung vom Fippo. Und Leidenschaft und Passion ist das Gleiche. Dann muss man überlegen, ja, was bedeutet das Passion denn eigentlich? Was bedeutet das latinische Verb Passio, wenn wir heute über Passion reden? Und Passio heisst nichts anderes als Leiden. Leiden. Wegen dem hat der Philipp von Cessner gesagt, Leidenschaft. Oder? Und spätestens jetzt denkst du vielleicht schön, oder? Jugendgottesdienst, Samstagabend und das Thema ist Leiden. Wow, cool. Und der Pascal, wir haben beide so beim Vorbereiten ein bisschen zusammen abgesprochen. Er hat es heute Morgen schon gesagt, oder? Da haben wir noch so eine Hoffnung gehabt. Und das war das Wort Hingabe gewesen. Und wir haben uns so auf das Wort gestürzt. Es gibt ja noch Hingabe. Lass uns über Hingabe reden. Und Hingabe bedeutet nichts anderes, als sich selber verleugnen, sich opfern bis in den Tod. Das ist das Thema. Und es könnte, vielleicht könnte sein, dass Passion, dass Leidenschaft ein bisschen anders ist, als wir uns das manchmal vorstellen. Und wegen dem, wenn wir in die Bibel schauen, wir wollen eine Geschichte anschauen, eine Geschichte, die heisst Passion. Es ist die Passionsgeschichte, Leidensgeschichte. Eine Geschichte von voller Hingabe, die sich jemand hergibt für andere. Und wir wollen die Geschichte zusammen anschauen, um neu zu überlegen, was bedeutet Passion? Was bedeutet leidenschaftlich Liebe? Und ich kann die Bibel aufschlagen, ist in Markus 14. In Markus 14, ab dem Vers 32. Jesus und seine Jünger kamen an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane heißt. Dort sagte er zu ihnen, setzt euch hier und wartet, bis ich gebetet habe. Petrus, Jakobus und Johannes jedoch nahmen mit. Von Angst und Grauen gepackt, sagte er zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden und bat Gott, die Leidensstunde, wenn es möglich wäre, an ihm vorübergehen zu lassen. Aber Vater, sagt er, alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Da sagte er zu Petrus, Simon, du schläfst? Konntest du nicht einmal eine einzige Stunde wach bleiben? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Jesus ging wieder weg und betete noch einmal dasselbe. Als er zurückkam, waren sie wieder eingeschlafen. Sie konnten die Augen vor Müdigkeit nicht offen halten und wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Als er das dritte Mal zurückkam, sagte er, wollt ihr noch länger schlafen und euch ausruhen? Es ist soweit, die Stunde ist gekommen. Jetzt wird der Menschensohn in die Hände der Sünder gegeben. Steht auf, lasst uns gehen. Der mich verrät, ist da. Schau hier in Gethsemane. Das ist der Ort vor Entscheidung. Das ist der Ort vor Entscheidung. Das ist wie ein Zug, der kommt mit vollem Tempo und Jesus, der steht da und der muss sich entscheiden, hey, wie stelle ich die Weichen?
Sobald die Weiche einmal gestellt ist, wird niemand mehr den Zug aufhalten können, er wird drohen. Gethsemane ist der Ort der Entscheidung. Und Jesus muss sich entscheiden, welchen Weg wählen wir. Sobald die Entscheidung eingefallen ist, wird sie niemand mehr ändern können. Und es gilt für alle Ewigkeit. Was in Gethsemane passiert, hat Auswirkungen für alle Ewigkeit. Und Jesus steht da an der Weiche und muss sich entscheiden, hey, welchen Weg gehen wir. Es gibt zwei Optionen. Jesus kann den Weg wählen und sagen, hey, ich glaube, es war genug gewesen. Ich glaube, wir brechen hier ab. Ich bin die ganze Zeit, mein ganzes Leben für euch da gewesen. Vom ersten Tag auf der Welt bin ich gekommen, für euch zu dienen. Hey, ich habe euch Menschen geliebt. Ich habe euch geheilt. Blinde habe ich wieder gesehen. Taube habe ich wieder gehört. Stumme habe ich wieder können reden. Lahme habe ich gehen können. Ich bin immer für euch da gewesen. In der Nacht, als ihr klopfen bin ich aufgestanden. Ich habe Seelsorge gemacht. Ich habe euch 12 mitgenommen. Ich bin mit euch unterwegs gewesen. Ich habe euch ein gutes Beispiel gegeben. Aber jetzt brechen wir ab. Hey, ich mag nicht mehr. Ihr versteht, wenn ich auch mal für mich selber leben muss. Wir alle würden sagen, ja, Jesus, das verstehen wir, wenn du mal Pause brauchst. Aber wenn Jesus diesen Weg wählt, hat er die Weiche für alle Ewigkeit gestellt. Und das bedeutet, der Himmel bleibt für immer verschlossen. Für uns Menschen ist der Zugang zu Gott immer versperrt. Gott ist zornig auf uns, weil wir sein Gesetz gebrochen haben, weil wir gegen ihn gehandelt haben. Das bedeutet, Gott ist für immer zornig auf uns. Das bedeutet, wir sind immer Sklaven von Sünde. Wir kommen nicht los von diesen Sachen, die uns kaputt machen. Sklaven vom Satan. Und wir können nicht das tun, was gut wäre und das, was Gott für uns will. Und das bedeutet, wir sind für alle Ewigkeit von Gott getrennt. Für alle Ewigkeit weg von dem Gott, der Leben geben will, der uns erfreuen und erfrischen will. An dem Ort, wo nur noch Schmerzen sind, Qualen, der Ort, wo man Hölle nennt. Hey, verstehst du, wie Gethsemane, was das für ein Ort für Entscheidung ist und was dort abgeht? Aber wenn Jesus sagt, nein, stell die Weiche nicht diesen Weg, ich entscheide mich für einen anderen Weg. Wenn Jesus sagt, nein, wir stellen die Weiche diesen Weg, dann bedeutet das etwas ganz anderes. Es bedeutet, dass Gott Sünden von allen Menschen nimmt. Allen Menschen, die irgendwann auf der Welt gelebt haben. Die mal noch auf der Welt werden leben, die gelebt haben in früher Vergangenheit. All das Böse, all die fiesen Worte, die so verletzt haben. Alle Blicke, die so dreckig waren. Alles, was daheim ist, passiert in den Zimmern und nie jemand hat gesehen. Und nie ist ans Licht gekommen. Jesus, Gott wird das alles nehmen und auf Jesus legen. Es bedeutet auch, dass Jesus bei all seinen Freunden verlassen wird werden. Es bedeutet, dass der Judas, der 3 Jahre mit ihm unterwegs war, dass er ihn verraten, dass jetzt der Römer überliefert wird. Es bedeutet, dass Jesus ausgelacht wird, auspeitscht, verspottet. Hey, Jesus weiss, wenn ich diesen Weg wähle, bedeutet das, dass ich verurteilt werde, obwohl ich nie etwas Falsches gemacht habe. Es bedeutet, dass ich wirklich gefoltert werden, auspeitscht und schlussendlich mein Kreuz selber muss tragen und weiss, jetzt werde ich hingerichtet, jetzt werde ich umgebracht. Und schlussendlich bedeutet es, dass Jesus an das Kreuz genagelt wird und wird sterben für uns alle Menschen. Aber Jesus weiss noch mehr. Weil Jesus so weiss, hey, aber 3 Tage später wird der Vater mich auferwecken und es wird ein neues Leben in mich kommen, er wird mich zum Leben zurückbringen. Weil Jesus das weiss, weiss er, dass für uns wird die Tür aufgehen, der Himmel ist offen. Verstehst du? Der Himmel ist offen, was du singst. Das bedeutet, Jesus weiss, der Himmel wird aufgehen, du wirst Vergebung bekommen von den Sünden, Gott ist nicht mehr zornig auf dich, du kannst sein Kind werden, du wirst befreit von deiner Schuld, befreit von der Sklaverei vom Satan und kannst ewige Hoffnung haben, für immer bei Gott sein. Und Jesus steht hier an der Weiche und muss sich entscheiden, welchen Weg gehen wir? Gethsemane bedeutet Ölpress. Ja, das war so ein Garten mit Olivenbäumen, wo in der Mitte hat so eine Ölpress gehabt. Und Gethsemane bedeutet Ölpress. Das war dann so ein schwerer Stein, der auf die Oliven drückt und das hat sie kaputt gemacht, dass der Saft ist geflossen. Und siehst, wie Jesus dort ist in der Leidensstunde, wie er fast kaputt geht unter dem Gewicht von der Entscheidung, die er treffen muss. Gethsemane ist der Ort der Entscheidung.
Aber Gethsemane ist noch mehr. Gethsemane ist auch der Ort, wo Gott jetzt uns zeigt, wie fest er uns liebt. Hier wird offenbar, ja, sagt Gott nur, dass er uns liebt, aber der Zugang zu ihm bleibt für immer verschlossen, wir bleiben immer in Sünde und Gott sagt uns, er liebt uns. Oder wie fest liebt uns Gott jetzt wirklich? Hey, wie leidenschaftlich ist Gottes Liebe? Es zeigt sich hier in Gethsemane. Und vielleicht enttäusche ich dich jetzt, wenn ich erzähle, dass Jesus in diesem Moment in diesem Garten nicht unbedingt grossartige Gefühle für dich hatte, wenn wir von Liebe von Jesus reden. Das Gefühl von Jesus, du hast höchstwahrscheinlich vorhin gemerkt, sie waren voller Angst, voller Verzweiflung, seine Seele war betrübt bis in den Tod. Jesus betet zu seinem Vater: Vater, ich will den Weg nicht gehen, ich will mich für mich selber entscheiden. Ich will den Weg von den Qualen nicht müssen gehen. Das war das Gefühl von Jesus. Das waren nicht unbedingt Schmetterlinge in diesem Garten, wenn wir hier von leidenschaftlicher Liebe reden. Aber die Liebe von Jesus ist ganz eine andere Liebe. Und hey, was Jesus hier an der Weiche zeigt, was ich entscheiden muss, Jesus hat gewusst, ich treffe die Entscheidung, die wichtigste Entscheidung für die ganze Menschheit. Und was Jesus dort an der Weiche zeigt, hey Mann, das ist so viel mehr als ein bisschen Gefühl haben für jemanden. Jesus hat so viel mehr gehabt als einfach Gefühl für dich. Jesus beschreibt seine Liebe. Ganz kurz bevor er dort in den Garten kommt, hat er noch mit seinen Jüngern sich getroffen. Und er beschreibt die Liebe, die er für dich hat. Johannes 15, Vers 13 sagt Jesus: Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben für seine Freunde hergibt. Verstehst du? Hingabe, sich hergeben. Und Jesus selber sagt, es gibt keine größere Liebe. Gefühl, das ist okay, aber es gibt nichts Größeres, als wenn einer das Leben für die Freunde hergibt. Hey, das ist die leidenschaftlichste Liebe, die es gibt. Und Jesus sagt es nicht nur, sondern er bestätigt es, indem er an der Weiche stellt und er sagt: Vater, nicht wie ich will, aber wie du willst. Und in diesem Moment hat er die Weiche gestellt und gesagt: Wir gehen diesen Weg. Wir gehen den Weg vom Leiden, wir gehen den Weg von leidenschaftlicher Liebe. Und weil sich Jesus dort entschieden hat, ist der Judas gekommen, er ist den Römern überliefert worden, er ist verhaftet worden, angespäut worden, auspeitscht, er hat sein Kreuz getragen und ist schlussendlich auf dem Hügel Golgatha gestorben, wo sich Jesus hat entschieden an den Weg von leidenschaftlicher Liebe. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben für seine Freunde hergibt. Hey, verstehst du, was Jesus für dich hat, das ist so viel mehr als Gefühl, es ist so viel mehr als eine Liebe, die wir kennen. Das ist leidenschaftliche Liebe, dass er sein Leben für dich hergegeben hat. Er hat das für dich da. Hey, das ist leidenschaftliche Liebe, eine Liebe, die bereit ist zu leiden. Das ist die Liebe von Jesus. Was machst du mit der Liebe, die Jesus für dich hatte? Was machst du mit dem? Die Bibel sagt, das, was du mit der Liebe sollst machen, du sollst sie annehmen und dich daran freuen und Gott dafür danken. Hey, das ist die Aufforderung an dich, hey, die Liebe anzunehmen, dich daran freuen und Gott dafür zu danken, für so eine sättige, unglaubliche Liebe. Das bedeutet, dass Jesus in dein Leben kommt, dass du eine Beziehung mit ihm kannst anfangen zu leben und in der Beziehung in, auch ihm danken dafür, dass er dir überhaupt ermöglicht, die Beziehung zu Gott zu haben.
Und wenn man dann in einer Beziehung mit Gott lebt, dann ist logisch, dass wenn man solche leidenschaftliche Liebe bekommt, dass man da auch leidenschaftliche Liebe zurückgeben will. Und jetzt ist die Frage, wie sieht leidenschaftliche Liebe von unserer Seite aus? Ich meine jetzt wirklich, wie sieht sie aus, bildlich? Ja, ich habe mir die Frage gestellt, etwa vor einem Jahr war es. Oder ich war dann im Grafikteam von JUCO und zusammen mit der Jana haben wir den Auftrag bekommen, die Kulturen zu gestalten. Oder? Das Sünneli für Grosszügigkeit und der Schmetterling für Gnade. Und wir waren da gewesen, und hat es noch die drei neuen Kulturen gegeben für die ganze Gemeinde, die Nächstenliebe, die Echtheit und eben die Hingabe. Und wir haben überlegt, wie könnte das aussehen und wie könnte man das darstellen. Aber bei Hingabe war es irgendwie noch schwierig gewesen. Wie sieht Hingabe aus? Wie sieht leidenschaftliche Liebe aus? Bildlich. Und dann plötzlich ist mir eine super Idee gekommen. Oder? Wir haben ja auch so ein Natursymbol. Das habt ihr vielleicht gemerkt. He? Und dann, wir haben wirklich so probiert, eine Linie drin zu haben. Und dann haben wir gedacht, wow, wir wollen das weiterziehen. Und dann ist mir die Idee gekommen, wow, ein Tornado. Ich meine, das ist leidenschaftlich, oder? So ein Wirbelsturm, der kommt, der so voll Kraft hat, der alles mitschreist und du, wow. Ich habe gedacht, das ist Leidenschaft, oder? Wow. Und als ich dem so anfangen, umstudieren, dem Tornado, ist mir in den Sinn gekommen, ja, aber Silo, wie manchmal in deinem Leben bist du schon so als Tornado-Christ unterwegs gewesen? Einfach so aus dem Nichts ist so eine Leidenschaft gekommen und einfach so, und dann hast du gedacht, wow, alles ist möglich und komm, jetzt Baumreich Gottes. Und so schnell wie es da war, war es einfach wieder weg gewesen. Nie mehr. Ich denke an den Moment, wo ich oder in der Gemeinde so Ideen hatte und dachte, ja, jetzt müssen wir etwas anpacken. Sonntagabendversammlung, das zieht nicht bei den Jungen. Ich bin zu Leuten gegangen und gesagt, das müssen wir auf den Morgen tun, dann können wir es gleich selber organisieren, weil es zu wenig Prediger hat, das können wir gleich selber machen, so Jugendgottesdienst. Und sobald die erste Person ein bisschen Bedenken zeigt und denkt, ja, aber hast du dir das schon überlegt? Ja, dann mach doch selber, schau, ich habe eine gute Idee gebracht, schau, ich habe gewusst, wie man mehr Leute haben am dritten Sonntag im Monat, dann schaut halt selber schauen. Und so schnell der Wirbelsturm da war, so schnell war der Tornado wieder weg. Die Bibel erzählt auch von so Tornado-Christen. Aber die Bibel braucht dort nicht das Wort Tornado-Christ, sondern sie sagt, es sind Pflänzchen, die auf einem Fels gegründet sind. Die kommen voller Schuss und die wachen alle und denken, wow, das ist der leidenschaftlich. Und sobald die Sonne ein bisschen hart scheint, sobald ein bisschen Widerstand kommt, sie sind weg, sie haben keine Wurzeln. Ich glaube, wir sind so oft schon als Tornado-Christ unterwegs gewesen. Wir haben eine Idee, und sobald kommt ein bisschen Widerstand, sobald ist es mal ein bisschen hart, muss man ein bisschen beißen, fehlt uns genau der P, den der Krieg hat gesagt. Beharrlichkeit. Wie sieht leidenschaftliche Liebe aus? Ich musste sagen, hey, aber ein Tornado ist beim besten Willen nicht. Ich will nicht nur mehr so, dass es einfach kommt und geht und ich kann nichts steuern daran. Und wenn wir weiter in dem überlegt, nachdenkt, wie können wir das Logo machen für die JUCO, ist mir plötzlich eine Predigt in Sinn gekommen, die ich schon vor vielen Jahren gehört habe. Predigt über 3. Mose 6. Das kennst du, oder? Das Kapitel im Alten Testament, 3. Mose 6. Das ist recht bekannt. 3. Mose 6. Es ist dort, in meiner Bibel heißt die Überschrift «Weitere Anweisungen für das Brandopfergesetz». Es ist das Kapitel und es ist sicher auch schon ein paar Predigten über das Kapitel gehört. Und wo ich, plötzlich ist mir die Predigt wieder in Sinn gekommen. Und dort im 3. Mose 6, ab dem Vers 5 steht, jetzt musst du hören. Das Feuer auf dem Brandopferaltar muss immer brennen. Es darf niemals verlöschen. Jeden Morgen soll der Priester Holz nachlegen. Darauf soll er das Brandopfer zurichten und die Fettstücke verbrennen.
das Feuer auf dem Altar darf nie verlöschen. Ein Feuer. Ich habe sogar ein Feuer mitgenommen. Wir müssen es jetzt noch anzünden. Ja, das Feuer. Hey, wo ist der grosse Unterschied, dass das Ding beständig ist? Der Tornado, der kommt und geht und du kannst nichts machen. Wo ist der Unterschied, dass man ein Feuer haben kann, das immer brennt, das nie verlöscht? Hast du gehört? Es muss immer brennen, es darf niemals verlöschen. Wo ist die ganze Trickersache, dass das Ding nie ausgeht? Hast du den nächsten Satz gehört? Jeden Morgen soll der Priester Holz nachlegen. Jeden Morgen neu. Hey, der Priester, er allein war verantwortlich, zu schauen, ob das Feuer im Heiligtum brennt oder nicht. Gott hat ihm Verantwortung gegeben, dass das Feuer brennt. Er hat gesagt, du bist verantwortlich, dass das Feuer im Heiligtum nie aufhört zu brennen. Was hat es für einen Priester bedeutet? Jeden Morgen neu Holz nachlegen. Hey, es gibt Tage, da regnet es. Und der Priester weiss, jetzt muss ich raus, Holz holen. Und der Priester geht, wo er weiss, ich habe Verantwortung, ich muss schauen, dass das Feuer brennt. Er geht zu seinem Scheiterbüggi. Er holt ein Stück Holz. Er geht zu seinem Feuer und er sagt, ich übernehme Verantwortung, dass das Feuer brennt. Weil ich weiss, das brennt zu Ehre Gottes und ich bin verantwortlich, dass das Ding brennt. Und er legt das Scheit nach. Hey, es gibt Tage, da kommst du zu der Scheiterbüggi und die Scheiterbüggi ist aufgebraucht. Und der Priester muss neu Holz holen, dass er wieder eine Scheiterbüge hat, dass das Feuer brennt. Hey, merkst du, es ist manchmal Arbeit dahinter, aber der Priester weiss, ich bin verantwortlich, dass das Feuer im Heiligtum von Gott brennt. Ich bin verantwortlich, er holt Holz, er legt nachher. Hey, es gibt Tage, da musst du einfach nicht aufstehen, es gibt Tage, da denkst du, ah, das Bett ist so warm. Ja, jetzt gerade, wo wir so einen Wintereinbruch hatten, oder? Und der Priester, der weiss, hey, aber ich kann nicht einfach im Bett bleiben. Ich bin verantwortlich, dass das brennt. Und er sagt, wie ich gehe, jeden Morgen neu. Ich gehe ein Scheit holen. Und ich schaue, dass das Feuer brennt. Ich schaue zu dem Feuer, weil es ist meine Verantwortung. Schau, der Priester ist verantwortlich, ob das Feuer im Heiligtum brennt. Das ist seine Aufgabe. Und jetzt lass gut zu. Ob dein Herz brennt für Jesus oder nicht, ist deine Verantwortung. Hey, es gibt keinen Eingeleiter, der dafür sorgen kann, ob du leidenschaftlich für Jesus unterwegs bist oder nicht. Es gibt keinen Ältesten, der mal verantwortlich wird sein, ob du es brennt für Jesus oder nicht. Aber es ist deine Aufgabe, jeden Morgen neu aufzustehen und zu schauen, dass dein Herz brennt für Jesus. Und Gott hat es uns so einfach gemacht. Er hat uns sein Wort gegeben, die Bibel gegeben. Und Gott selber sagt über die Bibel, Jeremia 23, 29, ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr. Er hat uns die Bibel gegeben, wir können so ein brennendes Herz behalten für Jesus. Ich kann euch sagen, ich war so fasziniert in diesem Sommer. Im Juli durfte ich am UKA mithelfen. Und wir hatten am Morgen eine Sitzung. Und da haben wir am Morgen eine Sitzung und Gebetssitzung. Wir haben so in einem Zimmer gehabt, für die, die es kennen, das Malere, so in einem alten Haus. Ganz, das wird jetzt abgerissen, so alt ist das. Und wir waren dort und hatten die Sitzung und Gebetszeit gehabt. Und während ich dort hocke, sehe ich zum Fenster aus. Und ich sehe ein paar von denen, die jetzt auch hier sind, von unserem UKA, die sie dabei waren. Und ich sehe, wie ihr mit der Bibel unterwegs seid. Dabei hat er noch das Rendezvous, das Andachtsbuch. Und er hat nach einem Platz gesucht, sind irgendwo auf einem Steg gehockt.
andere sind irgendwo auf einem Bänkli, auf das Gras, am Boden. Jeden Morgen neu hat er Zeit genommen, für ihre Bibel zu lesen, für zu beten. Und ich weiss, viele von euch, die haben sich entschieden, hey, auch nach dem Uke, ich werde jeden Morgen neu werde zu meinem Feuer schauen und probiere das weiterziehen. Und ich bete für euch, wirklich, dass es das weitergeht, dass ihr jeden Morgen neu zu diesem Feuer dürft schauen dürft. Das ist der Weg für ein leidenschaftliches Leben für Jesus. Und vielleicht denkst du, hey, aber das ist jetzt unspektakulär. Ich denke, leidenschaftlich leben, vielleicht gäbe es so, jetzt so irgendeinen coolen Trick oder etwas, weißt du, so ein Gebet oder so. Und dann, hey, schau, Gott macht es so einfach und sagt, hey, du kannst jeden Morgen zu mir kommen und ich bin der Gott, der dir Leidenschaft gibt. Aber komm, jeden Morgen neu zu mir. Lass dich füllen von meiner Leidenschaft. Im Reich Gottes gibt es keine Shortcuts. Ich war Polygraph in meinem ersten Lehrjahr. Es war mein Hobby, möglichst viele Tastenabkürzungen rauszufinden, dass man noch ein bisschen schneller ist. Aber im Reich Gottes gibt es die Dinge nicht. Weil Gott will, dass wir den Weg gehen, weil es ein Weg ist, der unsere Gemeinschaft zieht und näher an sein Herz, wenn wir jeden Morgen neu ihn suchen und die Beziehung mit ihm pflegen. Schau, ich habe ein kleines Hobby, und zwar in meinen Ferien, da lese ich auch gerne Biografien. Eigentlich immer in meinen Ferien nehme ich so eine Lebensgeschichte mit von Menschen, die leidenschaftlich mit Jesus unterwegs waren, die sich von ihm heilen brauchen. Und Gott hat sein Reich mit ihnen gebaut. Und ich habe viele Biografien gelesen in den letzten Jahren. Irgendwie Hudson Taylor, Corrie ten Boom, Fritz Berger, Smith Wigglesworth, wer auch immer. Und ich kann euch sagen, ich habe von Kem gelesen. Aber wirklich von Kem. Wo nicht jeden Morgen neu ist aufgestanden. Er hat ein Stück Holz geholt. Und hat geschaut, dass sein Feuer, sein Herz am Brunnen bleibt für Jesus. Ich habe von Kem gelesen, der das nicht jeden Morgen neu hat gemacht. Ich denke an Smith Wigglesworth, wo von ihm steht, normalerweise hat er immer ein neues Testament bei sich getragen. Wenn er es vergessen hat, ist er heimgegangen und hat es wieder geholt. Und meistens hat er auf seinem Weg alle halbe Stunde, ist er hergehöckelt, hat sein Neues Testament genommen, hat sich von Gottes Wort erfüllen, hat Gott dafür gedankt und ist weitergegangen. Er hat gewusst, was ich den anderen Menschen weitergeben will, muss ich zuerst von Gott empfangen. Ich kann nicht ein Segen sein für andere, wenn ich mich nicht von Gott immer wieder neu segnen lasse. Und er hat erlebt, wie Menschen sind zum Glauben gekommen. Er hat sogar eine Zeit in seinem Leben, da hat er mit Gott abgemacht, ich gehe gar nicht mehr heim. Ich gehe erst heim, wenn sich jemand bekehrt hat, auf unterwegs. Und sonst war er so lange im Dorf unterwegs, bis sich jemand bekehrt hat. Aber er hat jeden Morgen neu zu seinem Feuer geschaut. Schau, ich denke an Martin Luther, der Gott in so vielen Bereichen hat gebraucht, für sein Reich zu bauen. Er hat sich jeden Morgen 2 Stunden Zeit genommen, für das Bibel lesen und zu beten. Und die Leute haben gedacht, hey Martin, wie machst du das? Du hast ja sonst so viel zu tun. Das geht gar nicht, noch 2 Stunden für das Zeit zu nehmen. Was machst du, wenn du Stress hast? Er hat gesagt, wenn ich Stress habe, dann bete ich noch 1 Stunde länger, weil dann brauche ich Gott besonders fest. Schau, es waren Leute, die jeden Morgen neu zu ihrem Feuer geschaut haben. Und heute Abend ist ein Abend, wo du entscheiden kannst, hey, ich will einfach weiterhin zu meinem Feuer sorgen. Ich will zu dem Feuer schauen, dass es brennt. Und vielleicht bist du hier und sagst, ja, aber weißt du, bei mir brennt gar kein Feuer. Du schaust in dein Herz und merkst, ja, aber nein, es ist gar kein Feuer da. Ich habe gar keine Beziehung mit dem Gott, ich habe gar keine Beziehung mit Jesus. Ja, und logisch, du kannst Scheiter holen und Scheiter auflegen und Scheiter auflegen. Das wird kein Feuer, das wird im besten Fall Scheiter biegen, wenn nichts brennt. Du kannst beten und Bibel lesen und beten und Bibel lesen, bis die Tore wackeln. Logisch, das gibt nicht wegen dem eine Beziehung zu Jesus. Aber ich habe eine gute Nachricht. Wenn du noch keine Beziehung mit Jesus hast, Jesus ist heute da und er sagt, ich will eine Beziehung mit dir. Wegen dem bin ich auf die Welt gekommen, wegen dem habe ich mich in Gethsemane entschieden, nein, ich gehe nicht den Weg für mich, sondern ich gehe den Weg für dich. Ich gehe den Weg von leidenschaftlicher Liebe, weil ich eine Beziehung mit dir will. Und Jesus ist heute da und er sagt, hey, folg mir nachher. Fang ein Leben mit mir an.
bist bereit, deine eigenen Pläne, deine eigenen Träume und das Leben, das nur für dich geht, aufzugeben und mir nachzufolgen und ein Leben anzufangen, was darum geht, mir ähnlicher zu werden, anfangen zu denken, anfangen zu leben, anfangen zu handeln wie ich. Anfangen das Leben zu leben zur Ehre Gottes. Bist du bereit, das anzunehmen, was sie für dich hat? Schau, wir singen jetzt zusammen ein Lied und du hast die Möglichkeit, hier vorne zu kommen. Du kannst hier vorne zur Bühne kommen und hier jetzt es Leute mit so einer Band um den Hals, wo Ministry drauf steht und du kannst und sie tun gerne mit dir sich Zeit nehmen für dich. Sie beten gerne für dich, sie hören dir gerne zu und sie helfen dir, eine Beziehung mit dem Gott anzufangen. Ihr werdet zwei Sachen können, ihr zusammen fixen. Ihr dürft in einem ersten Schritt eure Sünden, Jesus bekennen, sagen, wo es einfach falsch ist gelaufen in eurem Leben, wo es alles um euch ist gegangen, und ihr dürft es bei Jesus ablegen. Und in einem zweiten Schritt helfen sie euch mit einem kurzen Gebet, Jesus in euer Leben aufzunehmen und somit der erste Start, die Beziehung mit dem Gott zu machen. Wenn du das nachher stehst, dann kannst du nachher das ohne ein Feuer, das brennt, weil Gott gibt seinen Geist und sein Geist ist ein Feuer, das uns hilft brennen. Und wenn du das Feuer hast, dann darfst du dann auch jeden Tag neu zu diesem Feuer schauen und Holz holen und schauen, dass ein leidenschaftliches Feuer brennt zur Ehre von unserem Gott. Also schau, Jesus ist da und sagt, komm, folg mir nachher. Vor allem die, die noch gar kein Feuer haben. Wir wollen jetzt genau dir den Platz geben, dass heute Abend das Feuer in dir brennen kann. Und Gott freut sich so fest, wenn heute das Feuer in dir anfängt zu brennen zu seiner Ehre. Es ist die Entscheidung, wo Jesus hat getroffen, wo alle Ewigkeiten geändert hat. Er hat gesagt, ich komme und wähle den Weg vom Leiden, dass du frei bist. Und jetzt braucht es noch deine Entscheidung, wo du sagst, ob du es annimmst oder nicht. Und die Entscheidung, die hat genau gleich Einfluss auf alle Ewigkeit, ob du für immer bei Gott bist oder eben nicht. Wir singen jetzt zusammen das Lied I Surrender. Lass uns aufstehen.